Hallo Jungs, hier ist der Marc von der Zigarre 68 und wir haben heute ein Traxxas Wrestler 4x4 mit einer Armor Outcast unzerstörbar Karo drauf von Evgeny von ProBody RC. Natürlich die Stickers von Little Car Addict, von dem Alexander, Proline Secure Lock, um die Karo ganz einfach auf den Wrestler zu montieren. Radstand stimmt ungefähr, also es ist super einfach, ein bisschen anders auszuschneiden. Wir haben hier die Lewis ST Rocket drauf, also nicht SC, sondern doch ST Rocket, eine zu 10er. Hinten eine RPM-Stoßstange für die kleine Rechen hier montieren. Wir haben sie dabei, die dann mitverkauft und vorne eine Slash-Stoßstange. Man kann natürlich auch, es sind mitgeliefert die Original-Stoßstangen, damit es ein bisschen kürzer aussieht. Vorteil mit dem, ist ja für einen Jungen vorgesehen, ist das Auto schön geschützt umherum. Wir haben oben die unzerstörbare Karo, riesige Stoßstange vorne hinten. Drin haben wir ein Hobbywing 3100 kV 3650 Motor mit 13er Ritzel. Ist natürlich langsamer als mit dem Velinon 3.5, bisschen langsamer. Sinn davon ist es, in 3S zu können zu fahren, ohne dass es zu schnell wird. Es gibt ein kleines, was gibt es, 65, 70 so mit 3S. Reicht überaus für so ein kleines Ding. Ist ja gemacht als Stadium Truck, ganz einfach. Kann dann auch locker die Lewis Spikes Reifen montieren und was anderes, wenn man Offroaden geht. Auto kann man natürlich auch höher stellen oder noch sogar tiefer für die, die es mögen. So, und das war's. Sagt mir mal Bescheid, was ihr davon hält. Ob es cool aussieht für einen Jungen, für ein bisschen rumrasen so im Park. In 2S ist es ganz cool für einen Jungen, ist klar. Also mir gefällt's. Ja klar, ich hab's gemacht und ich frag ja Orange. Tschüss, Jungs.